Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Pro. Oh, ey, das sitzt einfach nur drin. Sky Factory 3. Und um meine Frage gleich zu beantworten: Nein, das mache ich sogar ernsthaft nicht. Ernst. Moment. Nee, das war eigentlich ernsthaft gemeint, nicht extra. So rum. Ernsthaft nicht gemeint, nicht ernsthaft. Auf jeden Fall, zwischen den Folgen habe ich so ein kleines bisschen was gemacht. Hier hinten eine kleine Plattform für Tiere aufgebaut. Irgendwas hat mit der Klappe nicht so gut. Dann habe ich noch ein bisschen Dirt wieder gemacht. Hab unsere Mobfarm ein paar Mal ausgeräumt. Und wie man an den Neville erkennt, bin ich gestorben. Naja, war einfach so wundervoll. Ich war hier so mit den Mobs am Kämpfen, wenn man so nah dran steht. Passiert das. So, das Schöne war, dadurch wurde ein Enderman getriggert, der angreifen kann. Hat mir zwei Schläge verpasst. Und ich war weg. War ich weg vom Fenster. Oh, naja, machen wir mal kurz hier die Fledermäuse weg. Haben wir eigentlich Lootwechsel? Das sieht mir nicht danach aus. Aber naja, hoch. Was habe ich noch hinten? Der ist auf einmal von Unkraut. Ja, ich habe mal die beiden Felder, das String- und Reisfeld abgebaut, weil ich, als ich da hinten das Feld aufgebaut hatte, dachte ich mir, komm, kannst du mal ein bisschen mit Bonemill arbeiten, um zu gucken, was du für Seed kriegst. Und darunter war dann, danke, Korn. Ja, die guten alten Maiskolben. Können wir dann auch gleich wieder anpflanzen. Aber irgendwie sind die, ich weiß nicht, ob die verbuggt sind oder irgendwie so komisch sein sollen. Hey. Weil, naja, wenn ich die jetzt Bone mehlen würde, ich zeige das jetzt gleich einmal ganz kurz. Es ist komisch. Also, ich glaube nicht, dass das so sein sollte. So, ich habe jetzt hier so ein paar Knochen bei, mach mal zur Bone Meal. 0%, 9%, 18%. Und jetzt reagiert es so gut wie gar nicht mehr. Ihr versteht, was ich meine? Ja. 2, 4. Machen wir nochmal. Also 15 brauchen wir. Machen wir so, dann können wir ein Kornkernel zu Popcorn machen. Ja, es gibt da auch Popcorn und sowas. So, und als ich das Feld dann abgeerntet hatte, das Weizenfeld, kam noch was anderes raus. Verdant Sprig. Hat mir so noch gar nichts gesagt. Ich habe auch Old Root bekommen. Das ist beides aus Roots. Und ich bin ehrlich, Mod kenne ich bisher noch gar nicht. Vielleicht werde ich damit noch mal was machen. Also wenn wir dazu gezwungen werden, werden wir auf jeden Fall was damit machen. Aber naja. So, wir haben heute ein paar Sachen vor. Zuerst einmal wollen wir Soul Sand machen, denn wir brauchen eine Ressource aus dem Soul Sand. Also wohlgemerkt vom 7. So. Dafür machen wir uns jetzt hier eine kleine. Wobei, da könnten wir auch reinsitzen in die Erde. 2, 3, 4. Machen wir hier mal so eine 4x4 Ebene frei. Was brauchen wir denn aus dem Soul Sand? Wenn wir Soul Sand 7 bekommen wir eigentlich nur. Was bekommt man eigentlich aus Soul Sand raus? Erze kriegt doch eigentlich auch so schon genug über Gravel und so, die ganze Gnumpe. Das lässt sich jetzt ganz einfach erklären. Wir schauen jetzt mal hier bei Soul Sand rein. 7. Netherwarzen. Nein. Die Bäume hier? Nö. Die Bärenbüsche auch nicht. Netherquarz. Gas hier ist zwar auch nicht so, aber wir brauchen Netherquarz. Wieso zum Henker brauche ich Netherquarz? Das ist ganz einfach. Wir brauchen für zukünftige Gerätschaften brauchen wir sehr, sehr viel Netherquarz. Was das alles ist, werde ich euch gleich sagen. So, und das verbreitet sich nicht darüber. Das heißt, ich muss mal kurz unsere ganzen Engine-Supports da reinlotsen.
So, hier die brauchen wir auf jeden Fall. Machen wir hier nochmal, hier nochmal und hier nochmal. So, jetzt haben wir hier Mycelium oder Mycelium. Dann brauchen wir ein paar Wooden Barrels. Und zwar 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kann auch mal da rein. Wir brauchen neue Fluid Conduits. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Und wir brauchen Item Conduits. Wo habe ich denn die jetzt schon wieder getan? Wir hatten ja noch Conduit Binder übrig. Genau. Dann machen wir nochmal welche. So. Platzieren wir mal hier hin. Wir brauchen jetzt irgendeine Wasserquelle. Und ich muss mal bei mir die Benachrichtigung wegmachen. Da würde ich hier so einen Sink mal nehmen, genau. Weil aus dem Sink kann ich Wasser rausziehen. Und das brauchen wir. Wir brauchen halt einfach eine unendliche Wasserquelle. Dann gehen wir mal hier rüber. Holen uns die drei Eisen. Mampfen währenddessen mal ein Brot. Dann werde ich mal gucken, dass wir hier reinschauen. Sehr schön. Compressed Sand haben wir. Und wenn ich das jetzt hier schmelze über Alloys Only, kriegen wir dann... Nein, müssen wir Furnace Only machen. Sehr schön. Da packe ich dann mal die Flints rein. Und dann mache ich hier nochmal Compressed Gravel rein. Ja, das müssen wir noch alles upgraden. Aber Lava ist schon so voll, wir haben erstmal Puffer. Oder können wir das auch schon schmelzen? Nee, aber sofort 7, okay. So, wieso brauche ich jetzt Wasser und Sand und was zum Teufel? Wir wollen heute unseren eigenen Zollsand herstellen. Und was ich vergessen hatte, ist, dass wir noch einen Drawer brauchen werden. Zwei Drawer. Und das sollen wir einmal so aufbauen, dass wir das einfach durchlaufen lassen können. So, dann machen wir mal hier unser Sink fertig. Das stellen wir dann einmal hier hin. Packen das da drauf. Die hier drauf, das dahin, das dahin. Machen wir mal ein bisschen anders. So, so. Wobei, da packen wir hier hin. Ja, ich hab's jetzt gleich. Ein Drawer hier hin. Ein dahin. So. Dann wollen wir das alles einstellen auf In-Out. Wobei hier können wir nur Extract machen. Extract auf dem grünen Kanal. Die kommen auf In-Out. Insert auf grün. Extract auf braun. Und dann nehmen wir immer das gleiche. So und so. So und so. Und dann hier Insert auf braun. Heißt, wenn es gleich hier überall Wasser drin ist, wird das Wasser durch das Mycelium zu Witchwater. So, und dieses Witchwater können wir dann dafür verwenden, okay, das ist ein bisschen komisch gemacht, aber naja, auf jeden Fall, dieses Witchwater können wir dann verwenden, dass wir Sand in Soulsand umwandeln. Und darauf haben wir es abgesehen. Wenn wir jetzt mal das Soulsand hier anschauen, da sieht man es hier einmal. Das verwandelt sich dann dadurch zu Soulsand und naja. Wir können das Ganze ja schon mal was befüllen. Klar, das kommt jetzt hier noch nicht rein, weil Wasser fehlt. Aber das haben wir jetzt gleich auch. Auch, ne? So, zack. Zack und zack. Zack. Zack, zack, zack.
Zicke, zacke, zicke, zacke, hey, ja, okay. Boah, heute habe ich jetzt aber mit dem Conduit placen. Flup, flup, flup. Always active. So, das dauert jetzt einen kleinen Moment. Oh, wir haben hier sogar einen Pilz. Aber hier wird das jetzt überall zu Witchwater. Und wenn das Witchwater drin ist, kommt der Sand da rein, wird automatisch zu... Ui, das wird jetzt aber ganz schön dunkel. Und wenn wir das Witchwater dann haben, kommt der Sand rein, wird zu Zollsand, sofort rausgezogen, neues Wasser kommt nach. Das ist so grundlegend das, worauf wir es abgesehen haben. Zeige ich jetzt einmal ganz kurz. Und wir haben 4 Zollsand. Sehr schön. Dann würde ich einmal gucken, dass wir heute die Mobfarm etwas upgraden. Dafür brauchen wir ein Mobfan. Das ist kein Thema. Und einen Grinder. Dann nehmen wir den hier von Draconic Evolution, weil Generator ist kein Thema. Ich meine, wir haben so viel Draconium momentan schon. Nein. Wir nehmen den von Mobmesher. Ich finde den 1000-mal besser für eine normale Mobfarm. Brauchen 4 Redstone-Fackeln, Iron Spikes, das ist alles null Thema. Einzige, was wir gleich mal machen müssen, ist dafür die Mobfarm einmal ausleeren. Nehmen wir mal so 36 Eisen mit. Braucht mal Gold, glaube ich, gerade nicht, ne? Nee. Das Schlimmste werden hier die Diamond Spikes. Ich hoffe, ich habe so viele. Wie viele kriegen wir raus? Okay, also wir müssen einmal das Rezept machen. Das sollte klappen. Diamond Block und 9 Diamanten. Das passt. Sehr schön. Dann Fackeln habe ich bei mir. Dann leuchten wir hier einmal aus. Ja, gehen wir gerade hoch. Ja, ja. Und zack. Wenn wir jetzt F7 drücken, genau, spawnt da nichts mehr. Dann hüpfen wir einmal hier rein. So. Dann machen wir einmal hier Platz. Einmal hier Platz, so. Dann kann da schon mal nichts mehr spawnen und wir kommen jederzeit rein. Alles klar. Dann räumen wir hier ein wenig auf. Hier wir FZS und so weiter, ne? So, was wollte ich jetzt gerade haben? Wir brauchen den Cleanstone, den ich vorbereitet habe. Dann müssen wir jetzt gerade zweimal machen. Machen wir mal Mob. Sehr schön. Das ist nämlich alles von einem Mod. Wir brauchen 4 Eisen und Redstone. Oh. Zwei Stück brauchen wir da. Dann können wir die eigentlich schon mal hinstellen. So. Ja, perfekt. Wobei, warte. Sehr schön, perfekt. Und dann machen wir das hier auch nochmal. Sehr schön. Dann brauchen die eigentlich nur noch den Ventilator an. Das heißt, wir brauchen hier noch 2 Lever. Zack, zack.
So, der dreht sich bis hier. Okay, fast perfekt. Das heißt, das sind 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Ja, das ist gerade so blöd. So, und 5 Felder. Und hier wären das dann auch wieder 5 Felder. Das 2, 3, 4, 5 bis hierhin. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das waren 15 Felder insgesamt. Das heißt, ihr müsst gucken, dass sie sich hier 1, 2, genau hier sollten die sich möglichst treffen. Kriegen wir eine Vektor. Machen wir den Rest, glaube ich, mit Vector Plates. So, das ist, glaube ich, die beste Lösung, die wir gerade machen können. Und vor allem die einfachste für uns. Was zum Henker mache ich hier gerade? Alter, wir haben schon 40 Zoll über diese kurze Zeit. Zack. Rice Dough. Das kommt da rein, das kommt da rein. Dann machen wir ein paar Rice Slime Balls. Rice Slime Balls. Rice Slime Balls. Sehr schön, das kann dann da rein. Dann brauchen wir Zucker. Aber natürlich auch. Sehr schön. Okay, hier. 1, 2. Die will ich jetzt gerade ungern wegmachen, die Fackel. Da kommt unser Mob Grinder hin. Machen wir gerade anders. Sehr schön. Ich glaube, da packe ich dann einfach noch zwei Mob Grinder, immer Fans hin. Das ist das Einfachste, was ich machen könnte. Dann machen wir jetzt mal unseren Grinder fertig. So, der Grinder, genau. Ich trinke mir ganz kurz einen Schluck aus meinem Fläschchen. So, dafür brauchen wir jetzt drei Eisenblöcke, drei Iron Spikes und drei Redstone-Fackeln noch. So. Und wie viele Spikes kriegen wir raus? Auch vier, das heißt, wir brauchen drei Sticks nur noch. Und hier die sechs Blöcke. Zack. 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 Ich brauche da noch ein paar Sticks. Ich habe nämlich vergessen, dass wir noch die Schwerter brauchen. Und zack. Wir haben den Mobmesher. Perfekt. Der kommt dann jetzt hier hin. Hat ein komisches Interface. Sieht cool aus, bewegt sich aber nicht. Warum bewegt er sich nicht? Weil er ein Redstone-Signal braucht. Und das machen wir dann ganz, ganz simpel. Wir holen uns wieder hier einen Stick und eine Koppel, machen einen Lever, das war's dann auch. Und der dreht sich. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir den ganzen Loot gesammelt kriegen.
Das wollte ich dann einfach hier hin machen, über Drawer Controller und so weiter. Und wir brauchen dann wieder Dunkelheit. So, ach, jetzt habe ich da noch die Fackel. Sehr schön. Und komplette Dunkelheit, das heißt, da dürfen jetzt gleich wieder die Monster spawnen. Müssen wir uns, glaube ich, etwas wegbewegen, ansonsten muss ich mal gucken, muss ich im Opfer was umbauen. So, ich würde sagen, zu guter Letzt platzieren wir nochmal kurz hier eine Fackel. Jetzt haben wir hier ein Stack Soul Sand. Das würde ich dann nochmal ganz kurz durchziehen wollen. Um zu schauen, wie viel Nether Quartz wir rauskriegen. Nice. So perfekt. So hatte ich mir das erhofft. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir haben Nether Quartz. Und. Na, komm schon. Ihr seht, wie sie mich dazu machen wollte. Oh. Jetzt müssen wir nur noch das ganze Zeug einsammeln. Das werden wir über einen Advanced Item Collector machen. Da werde ich gleich noch eine kleine Obsidian-Maschine noch aufbauen. Ich glaube, das zu zeigen wäre überflüssig, oder? Ich glaube, das wird schon zu oft gezeigt. So. Aber was ich jetzt nochmal ganz kurz machen möchte, einmal kurz ins Buch hier reingehen, zu schauen, was wir jetzt abgeschlossen haben. Make a field of grass 25 blocks away from your base for spawning animals. Haben wir. Make obsidian with a stone double, haben wir noch nicht. Upgrade your mob farm to kill monsters automatically. Haben wir. Make a watering can, habe ich offscreen gemacht. Start a food farm and an inferium business farm. Ich finde nur noch die inferium. Ja, das haben wir noch nicht. Ich glaube, das war's dann auch schon. Use energy counters to power several machines at once. Wir haben zwei Maschinen, das reicht. So. Und, naja. Processive materials to ingots, das müssen wir noch machen. Ja, gut. Level up a Tinker's Tool or Weapon. Das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Add a diamond hammer to a Tinker's Pickets to attain the smashing modifier. Das können wir doch machen. Auf jeden Fall. Was ich jetzt mit dem Nether Quartz vorhabe, Refined Storage. Da wollen wir ein Refined Storage System machen. Und dann wollen wir das Environmental Tech Solar Panel machen. Bloß dafür brauchen wir Electrical Steel. Das ist. Was war das jetzt? Auf jeden Fall. Klappt noch alles? Läuft? Okay. Für Electrical Steel brauchen wir halt Gold Powder, Silicon, Iron. Haben wir. Haben wir. Kriegen wir auch relativ schnell hin. Bloß das Problem hierbei ist, sind die Solarzellen. Da brauchen wir Clear Glass. Das ist Enriched Sand mit Sand und Nether Quartz. Photovoltaic Cell mit Lapis und Nether Quartz. Und wenn diese zwei Cells brauchen wir später irgendwie bei einem Tier 4 Solar Panel, glaube ich, 81 Stück. Deswegen wollte ich schon mal jetzt so viel Nether Quartz wie möglich sammeln. Sehr schön. Ich glaube, das war's so gut, größtenteils. Muss halt gucken, wie wir jetzt nächstes weitermachen. Aber das werden wir auf jeden Fall schon hinkriegen. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.